Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche Sendung, in der ihr mir dabei zusehen könnt, wie ich in der Laube unter den Steinplatten die Bambuswurzeln entferne. Und ich war echt überrascht, was dabei rausgekommen ist. Das will ich euch hier nicht vorenthalten. Könnt ihr gerne bei zusehen. Wem das zu langweilig ist, kann einfach was anderes gucken. Habe ich auch Verständnis für. Aber wem das nicht zu langweilig ist, der kann auch noch ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben. Und ja, ich habe mich hier gerade nochmal hingesetzt, um dieses Video mit einem Voice-Over zu versehen. Weil mir eben was ganz Schräges passiert ist. Also nicht nur eben, sondern eigentlich vorgestern Abend schon. Das erste Mal. Also ich bin gerade eben so gegen 11 nach Hause gekommen, nachdem ich den Nachmittag und den Abend beim Tommy verbracht habe. Und wir ein sehr interessantes Gespräch geführt haben, sehr inspirierend wieder mit tollen Ideen, was wir demnächst so für einen groben Unfug anstellen können. Und so. Und ja, dann bin ich halt, wollte ich nach Hause gehen. Ist mir aufgefallen, das ist mir vorgestern bei ähnlicher Gelegenheit schon mal aufgefallen. Da war es vorgestern 8 Minuten vor Mitternacht. Und das kenne ich normalerweise, dass das ein Zappenduster ist. Ne, also ich bin jetzt hier so bei Itzehoe. Könnt ihr gucken, wenn ihr nicht wisst, wo es ist. Bei Maps. Und dann seht ihr, wie hoch das im Norden ist. Also das ist jetzt eigentlich noch nicht so irgendwie am Polarkreis oder so. Also wir sind eigentlich noch ein gutes Stück weg von da, wo die Sonne nachts nicht mehr untergeht. Ja, und dann war das aber so, dass um 8 Minuten vor Mitternacht das überhaupt gar nicht zappenduster war, sondern ich ganz, ganz deutlich quasi den Horizont vor dem Himmel gesehen habe. Also deutlich abgesetzt vor einem, also einen schwarzen Horizont von Bäumen vor einem absolut nicht schwarzen, sondern 80% bestenfalls runtergedimmten Himmel. Und da habe ich mir schon gedacht, das hinter dem Wald ist doch gar, da ist doch keine Stadt oder sowas, was da so hell das erleuchten könnte, als wäre da Hamburg gleich um die Ecke oder sowas. Ja, dann habe ich mich zwar gewundert, hatte mich auch gefragt, ob ich da ein Foto machen soll, mal. Habe ich mir aber erst noch nicht so wirklich was dabei gedacht. So, und dann war das eben auch so, Alter, das ist so, als wäre hier gerade die Sonne untergegangen. Es ist total hell, um 10:30. Und dann bin ich halt nochmal zum Tommy zurückgegangen und habe gesagt, ey, komm mal raus, ich muss dir was zeigen. So. Und ach so, nee, vorher ist mir nämlich noch was aufgefallen. Es war nicht nur hell, sondern da, wo ich die Sonne habe untergehen sehen, habe ich gesagt so, hä? Du hast doch auf Maps geguckt und da zeigt diese Straße doch ziemlich straight gen Norden. Und genau da war es so hell, wo die Sonne untergegangen ist. Und dann ziehe ich mein iPhone 7, sage ich jetzt nicht, um damit anzugeben, dass ich ein iPhone 7 habe, sondern um herauszufinden, ob andere Leute, die dieses Modell benutzen, ähnliches Problem haben. Nämlich, ich habe den Kompass dann aktiviert und rausgezückt und habe halt geguckt, wo denn da jetzt Norden ist. Und der Norden war quasi genau da, wo die Sonne untergegangen ist. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und das war eindeutig dann, das war noch viel zu hell, um dass das irgendeine Großstadt hätte sein können, die dieses Licht da hinten am Horizont ausgelöst hat. Das war halt, ja, nach, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten nach Sonnenuntergang.
Ja, und dann, keine Ahnung, bin ich zum Tommy zurückgegangen und habe gesagt, komm, gucken bitte und guck das mal. Ich sage, hier, wenn du dich jetzt so umguckst, so, ne? Ich sage, wo geht denn hier die Sonne unter? So, dann zeigt er nach Westen. Er zeigt nach Westen und sagt auch, da ist Westen. Ja, ich sage, da sollte doch die Sonne untergehen. Ne? Ich sage, aber das meiste Licht ist doch da vorne und das ist Norden. Er sagt, das ist echt komisch. Und dann kommt in dem Moment sein Nachbar auch dann zurück nach Hause und ich frage ihn so, ich sage mal, wo geht die Sonne unter? Was hast du, was würdest du jetzt, wenn du das Licht hier im Himmel so anguckst, wo würdest du sagen, ist die Sonne gerade eben untergegangen? Er sagt da hinten und zeigt halt da, wo das Licht am hellsten ist noch. Und nicht, wo der Tommy hingezeigt hat, wo Westen ist. Ne? Und Tommy sagte dann aber nochmal, da ist Westen. Und er so, ja. Und ich sage, wo geht die Sonne unter? Und er zeigt wieder dahin, wo ich sage, nee, wo geht die Sonne unter? Im Westen. Ne? Ich sage, wieso? Aber ich sage, da vorne ist Norden. Und zeige ihm das auf meinem Handy. Und er so, ja, schräg, da ist wirklich Norden. Und da ist die Sonne untergegangen. Ja, also das ist echt schräg, das zum einen. Da wollte ich einfach mal das hier mal ansprechen und um Kommentare bitten, ob ihr da ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Beobachtungen machen könnt, dass im Moment die Sonne vielleicht, also das total schräge ist. Wir haben dann einfach darauf getippt, dass der Kompass spinnt. Und dann sagte er aber auch, aber warte mal, da vorne geht die Sonne auf, weil da strahlt sie mir direkt in den Flur und da hinten geht die Sonne immer unter, wo die auch jetzt untergegangen ist und da ist, also die geht immer da unter. Aber da ist Norden. Und dann haben wir halt eben geguckt und dann spinnt halt eben entweder der Nordpol verrückt oder mein Kompass, nämlich während ich das Handy in dieselbe Richtung ausgerichtet habe, änderte sich der Nordpol, während wir zogen in Echtzeit um etliche Grad. Polsprung, bam, live dabei, statt mittendrin oder so, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ja, keine Ahnung, war auf jeden Fall sehr schräg. Und dann war aber was, das hatte ich nämlich dann so noch gar nicht angesprochen, erwähnte er das nämlich mit der, ja, sagte, ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, es wird gar nicht mehr so richtig dunkel. Ich so, echt jetzt? Ich sag, ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, ich kann meiner Wahrnehmung nicht trauen, weil das viel heller ist, als eigentlich sein darf. Und ich, vielleicht habe ich keine Ahnung, bin ich, aber ne, kann ich an meinen Augen liegen. Nee, also sagt er, da sind wir schon zu dritt, die sich wundern, weil sein Kumpel das nämlich auch mitbekommen hatte. Die saßen nämlich irgendwann vor 2 Tagen und ich mag erwähnen, dass vor 2 Tagen Neumond war, beziehungsweise eine Nacht danach. Also da war noch nichts mit der, also, aber so hell war es am Himmel und bei denen war es 2 Uhr nachts. Also da bitte ich mal um Erfahrungswerte, wenn ihr da auch irgendetwas beobachtet habt. Und ja, würde mich freuen, da mehr drüber zu hören, weil ich weiß nicht, mit den Informationen anzufangen, die meine Augen da gerade wahrnehmen, ne? Und an mein Gehirn weiterleiten. Da stimmt irgendwas nicht mit dem überein, wie ich das eigentlich mal kannte. Also, ne? Also 8 Minuten vor Mitternacht ist das normalerweise dunkel, 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 weil da nämlich quasi auch die Erde ja dann quasi zwischen mir und der Sonne liegt. Ne? Also der Nachthimmel, der Mitternachtshimmel, der muss immer dunkel sein, weil da die Erde in die andere Richtung von der Sonne zeigt. Ne? So. Wenn man gängigen Theorien Glauben schenkt. Also irgendwas stimmt hier einfach nicht. Mir egal. Also gängige Theorien sind mir alle materiellen. Meiner Theorie nach sind wir hier in einer virtuellen Welt, was das Ganze dann halt eben einfach auch, ja, wäre gar nicht so schlimm. Das ist wieder das Schöne, ne? Wenn man in einer virtuellen Welt lebt, wie ich das tue, dann sind diese Sachen da, aber ja, das ist dann,
Da wird gerade einfach irgendwas umprogrammiert. Das ist virtuell, es ist nicht real. Das ist kein Grund zur Sorge. So wie halt eben alles in dieser Welt eigentlich kein Grund zur Sorge ist. Die Einladung besteht natürlich grundsätzlich, sich über irgendetwas Sorgen zu machen und Angst und keine Ahnung. Und dann, aber ich möchte dieses Angebot einfach nicht annehmen. Ja. Aber diese Wurzel ist, das kann ich mal so auch aus eigener Erfahrung erzählen, das ist ein robustes Zeug. Bambuswurzeln, so. Ich habe heute nochmal welche rausgemacht, das habe ich aber nicht gefilmt. Ich habe ziemlich viel coolen Scheiß gemacht. Zwei Wege sauber gemacht und so ein, keine Ahnung, 1,20 Meter oder so, gefühlte 3,50 Meter Bambuswurzel am Stück mit etlichen Sprossen noch dran, die am Sonntag abgeholt und in einen anderen Garten verpflanzt werden, ausgebuddelt. Ja, auch sehr interessant. Das Zeug wächst wie Scheiße überall hin. Und überall drunter durch und drückt dann halt eben mit den Sprossen die Platten auch locker easy hoch. Sprossen zeige ich bestimmt dann auch nochmal in einem Video. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall noch anderen Bambus gibt, der hier gerade noch an der Stelle, wo er wächst, rausgerissen werden soll, weil es halt einfach zu viel wird an der Stelle. Einfach ein bisschen reduziert werden muss. Ja, aber heute habe ich die Sachen für mich gemacht so. Ich habe von dem einen Weg habe ich vorher nachher Bilder gemacht, aber die anderen, ich wollte, das war einfach was heute, wollte ich einfach für mich alles einfach mal tun. Und habe mich darüber gefreut, dass der Sensei sich darüber gefreut hat. Der hat sich wirklich darüber gefreut. Der weiß meine Arbeit doch zu schätzen. Er weiß halt auch zu schätzen, dass ich einfach selber sehe, was zu tun ist und was man machen kann und dass ich einfach von mir aus einfach einen Besen in die Hand nehme und gar nicht darauf warte, dass ich von dem irgendwelche Anordnungen bekomme, sondern einfach hier mitwusel und dafür sorge, dass alles in Schuss ist. So, ne? Das ist halt das, was ich mache. Das ist das, was das IHR macht, das Intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando. Ne? Die Truppe, die ich bin, die auch auf der Bäckerfinca eigentlich mal angefangen hat, dasselbe zu machen und das auch eigentlich gerne weitergemacht hätte. Aber man muss sich einfach andere Orte suchen, wenn man an anderen auch an bestimmten Orten nicht sein kann und es da machen kann. Da darf man sich einfach nicht davon aufhalten lassen, es trotzdem irgendwo zu tun. Ja, der Günther freut sich auf jeden Fall auch sehr und lässt mich das auch wissen. Das ist auch sehr schön. Einfach mal gelobt zu werden zwischendurch dafür, dass man seine Arbeit gut macht. Und mir macht es halt vor allen Dingen Spaß. Also ich habe hier die ganze Zeit einfach, ich tüttel da rum. Da hetzt mich keiner. Ne? Er lässt mich auf jeden Fall auch einfach in Ruhe mein Ding machen. Und das, ja, da kommen dann halt auch eben die schönen Sachen bei raus, weil dann kann ich das so machen, wie ich da Bock drauf habe. Und ich bin dann halt auch immer selber sehr, sehr gespannt aufs Endergebnis und dafür mache ich das. Das ist die Kunst an der Kunst. Ne? Das ist für mich ist einfach ja, ist wie ein Bild malen. Also vor allen Dingen ist es aber Spielen. Ne? Also es gibt Computerspiele, wo ich genau so einen Scheiß mache. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt Bambuswurzeln raus, aber definitiv Wege fegen. Ne? House Flipper zum Beispiel. Ja, so und dann sammelt man halt XP und ich habe da halt. Ich habe da auf der Bäckerfinke auch schon mal so ein Video zugemacht, wo ich die Treppe gefegt habe und dann gezeigt habe, wie ich das wie bei House Flipper mache. Ja, und hier, das ist quasi nichts anderes. Also, es ist eigentlich kein. Und eigentlich guckt ihr hier gerade in Let's Play. Da ist eine Jungsprosse, aber die ist noch ganz klein, die ist ganz winzig. Die drei, die wir da raus. Oder zwei, hier waren zwei drin, die die Platten hochgedrückt haben. Die waren faustdick und bestimmt 20 cm lang. Aber die sind schon im Kochtopf gelandet, bevor ich die filmen konnte. Ja, kann man essen. Lecker. Kann man Bambus kann man nett zubereiten und dann ist er sehr schmackhaft und nahrhaft offensichtlich auch. Kann man auf jeden Fall satt von werden. Ey, und was ich mir da jetzt da noch ein Zeug da raushole aus dem Ding da, ey, das ist.
Nicht mehr normal. Ja, aber und vor allen Dingen bei dem ganzen Zeug, was ich da rausgeholt habe, guck mal, was ich einen Wurzelgang raushole, sinkt der Boden um 1 Zentimeter ab und die Platten liegen wieder. Total geil. Das habe ich einfach, das habe ich total gefeiert. Seht ihr gleich nochmal im Anschluss, wie viel Wurzelwerk das im Ganzen war, was ich da rausgeholt habe. Was für ein Riesenhaufen Zeug das war. Ja. Ja. Ja, also das war so das Erste, worüber ich in diesem Video mit euch sprechen wollte, weswegen ich eben mir überlegt habe, mach nochmal hier die Peripherie an und dann mach mal das hier gerade und erzähl das mal und frag mal, wie andere Leute das so wahrnehmen oder ob ich einfach nur bekloppt bin und Dinge sehe, die andere nicht sehen, wobei ich ja heute schon bestätigt bekommen habe, dass es nicht so ist, dass anderen auch schon aufgefallen ist, dass es nicht mehr so richtig dunkel wird irgendwie. Und sehr lange hell bleibt, übernatürlich lange hell, also übernatürlich im Sinn von, habe ich so in meinem Leben noch nie erlebt. Ja, und das andere, worüber ich halt reden muss, ist auch was, so ein Thema, was mich halt vor allen Dingen beschäftigt, seitdem ich dieses Zitat von der Frau Baerbock gehört habe, beziehungsweise in Bezug auf Kriegsmüdigkeit, die sich breit macht und das wogegen angehen müsse. Also, ne? Also ich bin aufgeklärt worden, dass das Zitat, was ich im letzten Video ihr in die Schuhe geschoben habe, was ihre Familie anging und Kinder, dass das wohl gar nicht sie war, sondern dass die Frau von der Leyen das gefragt wurde und die dann halt eben sich auf jeden Fall darüber gefreut hat, dass ihre Kinder nicht im Krieg sind. Was halt eben bei solchen Kriegstreibern halt auch nicht anders zu erwarten ist. Also, ne, ich könnte es ihnen ja abkaufen, wenn sie sich selber an die Front stellen würden, dass das alles so wichtig ist. Aber da sie das eben nicht tun, halte ich das alles für einen riesen Bullshit und sehe nicht ein, warum ich mitbewerben oder finanzieren soll, dass irgendwelche Leute als Kanonenfutter für diese perfiden Spielchen. Nee, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Und ich will da auch einfach nichts mit zu tun haben. Und ich will da auch überhaupt gar nicht Partei ergreifen. Ich habe genauso Verständnis für einen Putin wie für einen Biden, wie für einen, wie heißt der andere Typ? Ich kann mir die ganzen scheiß Namen überhaupt nicht merken. Sorry, es tut mir wirklich leid. Es interessiert mich halt eben auch einfach ein Scheißdreck, weil darauf kann ich, ich möchte kein Feind von irgendjemandem sein. Ich habe 2006 die Weltfriedenserklärung geschrieben, da steht drin, dass ich fortan keinen Feind mehr anerkenne und seitdem halte ich mich da auch dran. Und ich lasse mich da einfach nicht, ich habe keine Lust, an dieser Scheiße teilzunehmen. Also bitte frag mich einfach auch solche Fragen nicht. Das ist nicht mein Krieg. Was für in meinen Augen da abgeht, ist, dass sich tragischerweise Brüder und Schwestern auf beiden Seiten vereint haben, verarschen lassen und dazu bringen lassen, aufeinander zu schießen. Das ist in höchstem Maße traurig. Entschuldigung. Das ist in höchstem Maße traurig. Und ich möchte einfach was ganz anderes machen. Ich möchte Brücken bauen. Ich möchte einfach wieder Brücken zu uns selbst zurück und zueinander bauen und damit beschäftigt sein. Und bin damit ja auch eigentlich schon sehr lange beschäftigt, habe mich aber auch wirklich eine Weile ablenken lassen, gebe ich offen zu. Aber da möchte ich einfach wieder dran weitermachen. Ich möchte einfach wieder ein Friedensbotschafter sein, ein Weltfriedensinstallateur, weil ich irgendwo immer noch einen gewissen Sinn darin sehe, einfach mal zur Abwechslung dafür zu sorgen, dass mal endlich Ruhe auf diesem Planeten herrscht. Der in meinen Augen natürlich ein Server ist, aber ne, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Problem ist, es ist egal, ob wir hier auf dem Server sind oder auf dem Planeten. Wenn wir uns gegenseitig jeden Tag das Leben zur Hölle machen und das vor allen Dingen fängt immer an, damit im anderen Feind oder einen Gegner zu sehen, auf jeden Fall den Bösen. Ja, das ist einfach keine sonderlich kluge Strategie, sein Leben zu leben. Auch als Gruppe, als Masse, nicht als Spieler auf dem Server oder als Menschen auf dem Planeten.
Es ist einfach, warum sollen wir das mitmachen? Und ich will kriegsmüde sein. Natürlich will ich kriegsmüde sein. Weil das ist ja auch gleichzeitig dann die Frau fordert von uns Lebensmüdigkeit. Und ich, nein, 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 habe ich kein Interesse daran. Ich will kriegsmüde sein und ich will das auch sein dürfen. Und wenn das demnächst verboten ist, dann frage ich mich echt, wo wir hier gelandet sind. Also wenn Krieg erstrebenswerter ist als Frieden, dann frage ich mich wirklich, wohin wir uns als Gesellschaft haben führen lassen, wenn wir dann Leuten wie einer Frau Baerbock solche Worte abkaufen müssen und dann tatsächlich zulassen, dass es dazu führt, dass solche Worte jemanden ernsthaft stigmatisieren. Das kann und darf einfach nicht passieren. Solche Leute gehören nicht in eine Regierung, die gehören wirklich, ich will sie ja gar nicht irgendwo in die Klapse stecken oder so. Vielleicht brauchen die einfach nur ein bisschen Umarmungen und Liebe und keine Ahnung. Vielleicht einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, die sie offensichtlich nie bekommen haben, dass sie so ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, so ein Geltungsbedürfnis, das sich daraus entwickelt, dass das gefährlichst ist. Diese Menschen sind eine riesengroße Gefahr für alle anderen. Das ist total schlimm. Und solche Menschen dürfen dann halt eben das Land regieren. Und da stelle ich mir die Frage, wie können wir das denn zulassen? Wie können wir so dumm sein und Menschen vertrauen, die offensichtlich Krieg schüren und ihn wollen, weil sie natürlich in irgendeiner Form davon auch profitieren, ob das jetzt finanziell sei oder halt eben, weil sie sich erhoffen, dadurch in irgendwelchen Geschichtsbüchern unsterblich zu werden und bla bla und ey, das geht über Leichen all derer Sterblichen, die dann. Nein, sorry, also ich kann und will das einfach nicht. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe meinen Zivildienst abgeleistet. Ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Und da poche ich auch weiterhin drauf und ich lasse mich da nicht in irgendwelche Positionen drängen. Und ich lasse mich nicht dafür abstempeln, wenn ich irgendwie mit einem Russen rede oder mit einem Ukrainer rede, das mich überhaupt gar nicht interessiert, wo die herkommen oder was die, keine Ahnung, solange wir uns gut verstehen. Und das ist für mich die Hauptsache in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da ist mir doch der Rest egal. Die sind alle genauso fehlgeleitet wie die ganzen Deutschen, die gerade gut finden, was da in irgendeiner Form passiert in Bezug auf Waffenlieferungen und dass von ihren Steuergeldern Morde an Menschen subventioniert werden. Toll, supergeil. Herzlichen Glückwunsch. Sorry, aber da kann ich nicht mehr mitgehen, ey. Und dann stellen die sich da hin und krakeelen rum und beschimpfen alle, die das nicht mitmachen wollen, in einem blinden Hass. Und dann stehst du da auf einmal dazwischen und denkst dir, wo bist du hier nur gelandet? Was ist denn los hier mit den Leuten? Soll man dazu sagen? Hier tritt sich fest, ne? Ich habe das jetzt nicht mit der Wasserwaage ausnivelliert. Ich hätte einfach im Nachhinein einfach Wasser darüber kippen sollen. Da wäre das matschiger und weicher und flüssiger gewesen, die Oberfläche. Und dann hätte sich das. Aber der Sensei hat dann hinterher einfach Sand in die Fugen getan. Jetzt ist es auch fest. Und der Tisch steht drüber und ist ausgerichtet und super geil alles. Ist alles so super geil. Aber so richtig. Richtig super geil. So, da siehst du mal, was ich da rausgeholt habe. Total krass, ne?
Ja, so sieht das dann aus, wenn man das da rausgeholt hat. Ja, das war schon interessant. Ja, könnt ihr mir ja auch mal drunter schreiben, was ihr da so von haltet. Fühlt ihr euch auch da irgendwie in die Enge getrieben? Also ich finde sowas bedenklich. Ich finde sowas bedenklich, wenn sowas von Politikern gesagt wird und sowas dann halt auch tatsächlich noch die Runde macht und dann Leute das nachplappern und dann meinen, es sei etwas Gutes, nicht kriegsmüde zu sein. Ich bitte tunlichst um Nachdenkungen aller möglichen Arten und Weisen über diese Geschehnisse in diesem komischen Land hier, wo ich vergessen habe, wie es heißt, keine Ahnung. Ihr wisst schon, die Bananenrepublik. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es echt nicht. Warum? Ne, das, was ich hier mache, ne, das ist das, wobei ihr mich hier gerade seht, ne, wobei ich beobachten könnt, das ist Demonstration. So demonstriere ich. Und der Sensei ist so lieb und lässt mich bei sich demonstrieren, weil ich keinen eigenen Garten habe. Aber so sorgt man dafür, dass die Erde um uns herum einfach wieder ein schöner Ort ist. Wenn wir uns statt mit irgendwelchen Leuten rumzukloppen, einfach mal stattdessen so Beppo-Straßenfeger-mäßig irgendwie mal kurz zum Abreagieren damit beschäftigen würden, die Welt einfach gerade mal wieder ein bisschen schöner zu machen, das räumt auch sehr innerlich auf. Wenn ich so außen sauber mache, dann merke ich auch, wie sich in mir immer wieder, weil da gehen ja Denkprozesse, ne, das glaubst du ja gar nicht. Wenn du da so sitzt, ne, und da irgendwie 25 Minuten Bambuswurzeln entfernst oder eine halbe Stunde irgendeinen Weg fegst und von Unkraut befreist oder halt auch eine Stunde. Da gehen dir ja, also da läuft ja ein Film ab in deinem Kopf. Ne? Da ist ja so viel und so viele Gedanken, so viel Zeit, die man mit Gedanken dann, die sich automatisch ganz von alleine mit Gedanken füllen. Ne? Und sortieren. Irgendwie sortieren sich dabei diese Gedanken. Also, ne, wie gesagt, ich mache das hier sehr meditativ. Soll sauber sein danach, auch wenn ich damit fertig bin. Ich will auch, dass man da was von hat, ne, dass ich das da gemacht habe. Also ich vor allem, dass ich einen Unterschied sehe, dass ich sehe, dass ich was gemacht habe. Ich freue mich immer, wie gesagt, sehr auf das Endergebnis. Ja. Und eigentlich wäre das so eine Sache, da könnten vielleicht, glaube ich, gerade, also ich finde das so toll, dass der Sensei mir hier die Möglichkeit gibt, einfach quasi für Kost und Logis, einfach 2, 3 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, am Wochenende machen wir nichts, haben wir frei. Voll toll, finde ich cool, hat der Sensei selber gesagt. Und wenn es regnet, arbeiten wir auch nicht draußen. So, aber dann habe ich zum Beispiel drin, habe ich einen Stuhl geleimt. Ne? Man kann auch Sachen, wenn es regnet, kann man auch drin Sachen machen, mit denen man sich nützlich machen kann. Ja, und ich glaube, das wäre einfach nochmal eine tolle Möglichkeit für viele, die einfach gerade vielleicht so, vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen können und einfach einen Raum auch haben. Also das Konzept ist ja nicht neu, ne? Geht mal auf Facebook, bei gibt es so viele Gruppen, Urlaub gegen Hand oder Wohnen gegen Hand, auch ein Wohnen gegen Hand, das ist das, was ich auf der Bäckerfinker gemacht habe, nichts anderes, ich habe die nicht besetzt, ich habe einfach nur da halt eben darüber im Kopf gehabt und für Kost habe ich sogar noch selber besorgt. Und dafür dann halt eben genau dasselbe gemacht, wobei ihr mich da gerade auch beobachten könnt. Und das sollte halt eben einfach nur ein Vorschlag sein. Die ganze Aktion sollte einfach nur ein Vorschlag sein, mir das nachzumachen. Vielleicht jetzt nicht auf der Finca von Boris Becker und vielleicht auch nicht unbedingt nur mit leerstehenden Häusern, aber es gibt halt eben sehr viele Leute, die ihre
ihre Property nicht mehr proper halten können und vielleicht einen Meister proper brauchen, der ihnen dabei helfen kann. So. Und ja, wenn man, hey, früher hatte jeder Bauernhof einen Knecht. Ich bin gerne Knecht, ohne mich dabei zu erniedrigen, aber das ist so, ja, keine Ahnung, mache ich einfach gern. Und ich bin mir sehr sicher, da bin ich nicht der Einzige. So, wenn man auf die Weise schon mal Kost und Logis sichern kann, dann wundert man sich auf einmal, wie wenig man tatsächlich noch braucht, dass es einem wert ist, einen Job 9 to 5 zu machen, der einem nicht gefällt. Ne? Und jetzt bitte, klar, wenn euch euer Job gefällt und ihr ihn gerne macht und so, alles super, gar kein Ding, mache ich ja hier auch gerade, ne? Nur gegen eine andere Bezahlung. Aber genau darum geht es ja. Hauptsache, es macht Spaß. Hauptsache, es macht Spaß. Weil sonst macht es doch keinen Spaß. Das ist doch scheiße sonst. Oder nicht? Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuhören. Tschüss mit F. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste und den Frieden. Und also nicht nur auf Erden, sondern auch in euch. Ja, hier, ne? Wir sind belogen worden. Das ist so. Das sieht erstmal sehr plakativ aus, ne? Aber es ist einfach, das ist so. Man kann es halt eben einfach nicht mehr von der Hand weisen. Und das hat auch irgendwie noch nicht aufgehört. Die Frage ist, wann hören wir damit auf, uns belügen zu lassen? Dann hört das auf. Aber das ist halt eben eine Frage, die wir uns wirklich stellen müssen und der wir uns stellen müssen und unsere eigene Antwort finden. Hasta. Wir hören uns.